Die Kampftänze der Schlangenmännchen werden oft fälschlich als Liebesspiele gedeutet. Der Tanz beginnt, indem zwei Schlangen aufeinander zukriechen. Einen halben Meter voneinander entfernt richten beide starr, fast gleichzeitig, ihre Vorderkörper senkrecht auf. Züngelnd bewegen sie ihre Köpfe hin und her, bis sich die Schuppenhaut unterhalb ihrer Halsregion berührt. Im Augenblick des körperlichen Kontaktes beginnen sie sich zu umschlingen. Das gegenseitige Abgleiten, Auseinanderschnellen und das Schlagen der Vorderkörper gegeneinander charakterisiert den aggressiven Kampftanz der beiden Partner. Ihre Körper winden sich mit zuckenden Wellenbewegungen so fest umeinander, dass die beiden Schlangenmännchen zu einem einzigen Körper mit zwei sich parallel hin und her wiegenden Köpfen zusammenwachsen. Beendet ist der Kampf, wenn das stärkere Tier seinen Gegner zu Boden gedrückt hat. Der augenfälligste Unterschied dieses Kampftanzes gegenüber der Paarung besteht darin, dass beide Partner aktiv gleichermaßen am Kampf teilnehmen. Bei der Paarung, dem Hochzeitstanz, kriecht die männliche Schlange langsam, ruckweise züngelnd, über das sich passiv verhaltende Weibchen. Unter heftigen Zuckungen pressen beide ihre Hinterleiber gegeneinander. Diese Vereinigung dauert mit langen Ruhepausen viele Stunden. Bei roten Diamantklapperschlangen wurde eine Paarungsdauer von 22 Dreiviertelstunden beobachtet. Thank you.